Hadith Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe Verwandte. Ich pflege die Verwandtschaftsbeziehung zu ihnen und sie zu mir nicht. Ich behandle sie mit Güte und sie behandeln mich schlecht. Ich bin milde zu ihnen, doch sie ignorieren mich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn es so ist, wie du erwähnst, dann ist es so, als ob du sie heiße Asche trinken lässt. Solange du darauf, auf deine Güte und Freundlichkeit beharrst, wird Allah dir helfen und dich vor ihnen schützen. Dieser Hadith ist eine Grundlage im Umgang mit Verwandten. Also, du sollst gut sein zu demjenigen, der schlecht ist zu dir. Ja, soll das heißen, der darf mich weiter beklauen? Nein, sorge dafür, dass er nicht mehr klauen kann. Aber pflege die Beziehung zu ihm. Das heißt also, du sollst Schaden abwenden von dir. Ja, auf milde und Art und Weise, sodass die Verwandtschaftsbande nicht getrennt wird. Nicht, dass du sagst, ja, du Dieb, du und so weiter. Also, dann wird die Verwandtschaftsbande nicht gepflegt. Sorge dafür, dass er nicht klauen kann. Aber versuche immer noch gütig zu sein zu dieser Person.